In diesem Video besprechen wir die momentane Änderungsrate der Geschwindigkeit. Wir wollen also wieder von der mittleren auf die momentane Änderungsrate kommen, versuchen also Punkt B möglichst nahe zu Punkt A kommen zu lassen, um dann die momentane Änderungsrate an einem einzigen Zeitpunkt zu bestimmen. Das funktioniert am besten, indem wir die Steigung der Tangente berechnen. Du erinnerst dich bestimmt an die momentane Änderungsrate des Weges und es kommen dir einige Sachen bekannt vor. Du kannst nach diesem Video diese beiden gelb markierten Bereiche auf dem Arbeitsblatt ausfüllen. Hier die Geschwindigkeitszeitfunktion mit den beiden Punkten A und B. Jedoch wollen wir die momentane Änderungsrate der Geschwindigkeit in einem Punkt berechnen, nämlich Punkt A mit den Koordinaten 6, 5. Wie wir dorthin kommen, schauen wir uns schnell in groß an. Wir bewegen Punkt B immer näher zu Punkt A und schlussendlich müssen wir dann aber wechseln auf die Tangente. Wir haben nur mal einen Punkt und wenn wir hier nun die Steigung berechnen, das machen wir mit der ersten Ableitung, haben wir die momentane Änderungsrate der Geschwindigkeit, also die momentane Beschleunigung. Ich zeichne also hier nochmal die Tangente ein und die Steigung dieser Tangente berechnet man mit V' von t, das ist a von t. Wir wollen es zum Zeitpunkt t gleich 6. V' von 6 ist also a von 6 und das sind, wir könnten es jetzt hier versuchen grafisch zu lösen, eine Einheit nach rechts und das sind dann etwa 2 nach unten. Wenn man es auf GeoGebra anschaut, sieht man, es sind etwa minus 1,8 Einheit. Wir haben hier Delta V durch Delta T, also Kilometer pro Stunde Quadrat. Und das ist eigentlich schon die mathematische Formulierung. Wir haben eine Beschleunigung zum Zeitpunkt t gleich 6 von minus 1,8 Kilometer pro Stunde Quadrat. Genau so schreiben wir es hin. Die momentane Beschleunigung zum Zeitpunkt t gleich 6 Stunden ist minus 1,8 Kilometer pro Stunde Quadrat. Weil das für dich noch interessant wird, schauen wir uns noch einen Punkt an. Punkt C, hier bei t gleich 2. Wenn wir da eine Tangente hinlegen, dann fällt uns auf, dass die waagrecht ist und somit ist die Ableitung der Geschwindigkeitszeitfunktion hier 0. Also ich schreibe es hier hin, V' von 2 ist a von 2 und das sind 0 Kilometer pro Stunde Quadrat. Wir können interpretieren, dass zum Zeitpunkt t gleich 2 Stunden nicht beschleunigt wird. Dann viel Spaß beim Ausfüllen und bis zum nächsten Video.